hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Das ist unglaublich cool. Musik? Was? Eure Art, miteinander zu kommunizieren, ist seltsam. Flach. Sie verleiht der Luft keine Farbe. Wenn wir sprechen, ist alles in Bewegung. Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Ja, dieses Flüstern, das untergelegt ist, ist unglaublich cool bei dem Sprechen. Also ich weiß nicht, ob man das ohne Kopfhörer so gut hört, aber das mit hört sich das unglaublich cool an. Und wir hören schon, der Gesang ist ganz wichtig für die Kommunikation bei den Rachni. Wie können sie durch sie sprechen? Unsere Art singt, indem sie Gedanken berührt. Wir zupfen die Saiten und der andere versteht. Sie war leicht zu übermannen. Sie hat Farben, für die wir keinen Namen haben. Aber sie verblüht. Ihre Musik ist bittersüß, wunderschön. Du bist nicht im Einklang mit jenen, die uns zu kontrollieren hofften. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Die Rachni waren eine Bedrohung für die gesamte Galaxis. Diese Tanks sind voller Säure. Wenn sie außer Kontrolle gerät, wird sie zersetzt. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Hätten sie sie beruhigen können, wenn ich die Reinigung nicht aktiviert hätte? Nein. Unser Verstand ist anders als der eure. Wir können nur lernen, im Einklang zu singen. Ohne Mutter sind die Kinder an die Stille verloren. Sie sollten nicht von ihnen in Grau und Purpur singen. Wir hätten sie selbst beruhigt. Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Ja, also das war's mit den Sachen, die wir sie fragen können. Meine Entscheidung steht schon lange fest, weil ich sie natürlich auf keinen Fall töten kann. Und egal, was damals passiert ist, eine Art noch einmal komplett auszulöschen, das kann einfach nicht der Weg sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir sie befreien lassen oder ob wir sie einfach hier drin lassen. Da ich auch weiß, was die Entscheidung bringt und ihr Vertraue sozusagen oder ihr Glaube, dass sie nichts tun wird, lasse ich sie frei. Auf jeden Fall, weil es einfach nicht sein kann, dass wir sie töten. Einfach nur, weil die Möglichkeit besteht, dass sie gefährlich werden könnte. Das kann einfach nicht, also deswegen kann man auch heutzutage eigentlich nicht die Todesstrafe durchführen, weil es einfach, man wird damit ja selbst zum Mörder. Das kann doch nicht der Weg sein, die Probleme auf diese Art zu lösen, auch wenn es natürlich der einfachste Weg wäre. Aber so kann man es doch nicht tun. Also
es muss andere Wege geben, Konflikte lösen zu können. Da geht nicht immer der einfachste Weg. Deswegen muss das unbedingt sein. Und ich finde diese Art und Weise, wie die Rachni funktionieren, mit dem Gesang und den Farben der Gesänge, unglaublich cool. Und auch, dass die Rachni verloren sind, wenn sie nicht den Gesang ihrer Mutter hören. Also sie sind wirklich abhängig davon, ihren Pol quasi zu haben, ihre Richtungsweisung. Und mich erinnert das auch sehr an die Elben aus Tolkiens Universum, die ja auch die Musik der Welt hören können. Dort ist ja alles von Eru, von dem Allvater sozusagen, nur gesungen worden. Die Welt dort ist ja auch nur eine einzige Melodie. Und die Elben können diese Musik auch hören, wenn sie sich darauf konzentrieren. Gut, ich werde sie auf keinen Fall töten. Deswegen, los geht's, die Entscheidung steht fest. Okay, ich habe offenbar noch ein bisschen mehr erklärt, ich weiß es nicht mehr, was ich damals noch gesagt habe, aber das Wichtigste habe ich jetzt eigentlich schon dargelegt. Warum sie auf keinen Fall getötet werden kann von mir, warum ich das nicht gutheißen könnte. Deswegen lassen wir sie frei und soll sie ihre neue Kolonie aufbauen in ihrer neuen Welt. In der Welt des Gesangs, dem Planeten, der Musik. Und wir sehen auch, es steckt mehr in ihnen drin, als von außen zu sehen ist. Sie sind keine stupiden Insektenwesen, wie es vielleicht anmuten möchte. Sondern sie sind sehr intelligente Wesen und auch schön von innen sozusagen. Also diese Art, die Musik beherrscht das Leben, ist doch schön, oder? Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern. Und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. So hässlich sie für unsere Augen sein mögen. Von innen sehen sie ganz anders aus und sie haben es verdient zu leben. Auch wenn damals, warum auch immer sie damals gekämpft haben, ein Krieg ausgebrochen ist auf Leben und Tod. Gut, damit haben wir es geschafft. Bleiben Sie wachsam. Lieber kalt als tot. Ja, natürlich. Wir sammeln noch ein bisschen ein, was hier so rumliegt. Damit ist Noveria abgeschlossen und wir können den Planeten verlassen. Gutes Timing, würde ich sagen. Der hat genau gepasst in die Ritze rein. Genau. Zu der Geschichte des Rachni-Krieges. Die Rachni sind eben damals als unkontrollierbare Rasse gesehen worden. Wir sehen übrigens, der Weg zurück durch die Quartiere ist zu. Dafür können wir jetzt den anderen Weg beschreiten. Die Rachni sind damals als eine unkontrollierbare Bedrohung gesehen worden. Ähnlich der Bugs in... wie heißt es? Starship Troopers. Die Bugs dort, also war... Ich sehe die auch immer so vom Aussehen her, erinnern die so ein bisschen daran, muten so ein bisschen daran an. Vielleicht ist es auch daran angelehnt, ich weiß es nicht. Das war ein bisschen ärgerlich, dass das nicht funktioniert hat. Aber dann müssen wir eben mal einen anderen Weg suchen. Und im allerletzten Moment die einzige Lücke, die es noch irgendwie gab, gefunden. Gut, genau. Und damals haben die Ratsvölker gegen die Rachni gekämpft. Allen voran die Turianer, wenn ich mich recht entsinne. Und die Turianer haben dann die Kroganer als als günstiges Hilfsmittel mit zur Hilfe genommen, haben die als Frontschweine wirklich dort reingeschickt in den Tod. Da drüben kommen wir jetzt immer noch nicht lang. Wir müssen jetzt hier mit der Bahn fahren. Genau, haben sie in den Tod geschickt, wirklich. Und dabei sind unglaublich viele Kroganer gestorben. Dafür waren sie damals noch gut genug. Danach aber war man der Meinung, dass die Kroganer auch eine unkontrollierbare Gefahr wären und deswegen hat man dann die Salarianer beauftragt, die Genophage auszusetzen. Oder ich glaube, hier wird es der Genophage genannt. Ich finde die Genophage irgendwie angenehmer. Genau, diese Infektion, die zur Unfruchtbarkeit führt. Und damit fahren wir wieder hinaus und kommen direkt auf die Normandie. Denn Noveria ist nun abgeschlossen und das war Teil 2 von 3 der Pflichtaufgaben, die wir hatten. Zurück im Besprechungsraum. Wie geht es jetzt weiter, Commander?
Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit Dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Gut. Haben wir immer wieder verpasst? Es ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Ich glaube, der Turianer hasst uns ganz schön. Der ist immer eigentlich derjenige, der zu meckern hat. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Gut, Turianer ist pissig, macht aber nichts. Wir haben dem Rat Bericht erstattet. Und damit ist das Ganze abgeschlossen. Gibt nochmal vorbildlich plus zwei. Ja, Ashley haben wir mal wieder schön eins ins Gesicht gegeben. Ne? Also die kriegt eigentlich ganz schön auf den Deckel von mir her. Aber gut, was soll's. An der Stelle nehme ich mal einen Effekt raus, den ich die ganze Zeit drin hatte. Das ist kein Fehler gewesen. Die Körnigkeit. Also, falls jemand gedacht hatte, dass das irgendwie Grafikfehler sind oder dass es irgendwie eine Beeinträchtigung der Grafik oder eine schlechte Grafikleistung ist im Spiel. Dieser Körnigkeitseffekt ist halt wirklich ein gewollter Effekt. Ich nehme ihn an der Stelle dann aber mal raus für den Rest des Spiels. Damit haben wir dann ein ganzes Stück klareres Bild, würde ich denken. Also man kann eigentlich schön an den Grafikeffekten herumspielen und vielleicht sieht es dann auch ein bisschen besser aus und macht sich auch beim Rendern ein kleines bisschen besser. Vielleicht vermatscht es dann nicht mehr ganz so sehr. Werden wir mal sehen. Und da hakt das Spiel aber ganz schön gerade. Gut, wir werden jetzt erstmal mit den ganzen Besatzungsmitgliedern sprechen. Allen voran erstmal Liara und mal sehen, was sie so zu sagen hat. Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Vielleicht sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sie haben mir von Ihrem Interesse für die Proteaner erzählt. Eigentlich sprach ich von meinem Interesse an Ihnen und machte mich dabei zum Narren. Ich bin den Umgang mit anderen Leuten, wie gesagt, nicht gewohnt. Insbesondere nicht mit Menschen. Als wir uns trafen, wusste ich wirklich kaum etwas über andere Spezies, Shepard. Es fiel mir schwer, die Menschen ernst zu nehmen. Ihr Volk kommt mir immer so gehetzt und nervös vor. Wir genießen nicht den Luxus eines langen Lebens. Eine Asari kann 1000 Jahre leben. Wir haben Glück, wenn wir 150 werden. Das stimmt. Zuerst hielt ich das für eine Schwäche ihrer Spezies. Nachdem ich jedoch einige Zeit bei ihnen und ihrer Crew gelebt habe, muss ich zugeben, dass dies auch ein Vorteil sein könnte. Menschen sind Kreaturen der Tat. Sie verfolgen ihre Ziele mit einer beinahe unbeugsamen Entschlossenheit. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber sie ist auch einschüchternd. Sie sind von uns eingeschüchtert? Leider sieht der Rest der Galaxis die Menschheit eher als eine Art Tyrann. Sie überrennen alles, was ihnen im Weg steht, um das zu bekommen, was sie wollen. Es liegt an Leuten wie uns, diese Meinung zu ändern, Shepard. Ich tue mein Möglichstes, Liara. Es gibt einen Grund, dass Sie vom Rat auserwählt wurden, ein Spectre zu werden. Sie haben in Ihnen etwas Besonderes gesehen. Das Beste, das die Menschheit zu bieten hat. Ich habe mich über Sie informiert. Ich weiß, was auf Arkuse passiert ist. Die Tatsache, dass Sie überlebt haben, beweist, dass Sie bemerkenswert stark sind. Sie hätten das nicht hinter meinem Rücken machen müssen. Ich hätte Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Verzeihen Sie, Commander.
Nach unserer letzten Unterhaltung hatte ich Angst, erneut etwas Dummes zu sagen. Ich wollte mehr über sie wissen, damit ich verstehe, warum sie zu dem Mann wurden, der sie heute sind. Sie haben etwas Überzeugendes an sich, Shepard. Sie interessieren sich nur wegen meiner Visionen für mich. Sie wollen doch bloß mehr über die Proteaner wissen. Ich gebe zu, dass Ihre Verbindung zu den Proteanern mein Interesse erst entfacht hat. Aber jetzt ist es mehr als das. Sie faszinieren mich, Shepard. Aber ich war mir nicht sicher, ob es angemessen ist, meinen Gefühlen entsprechend zu handeln. Ich dachte, dass es bereits eine Beziehung zwischen Ihnen und Chief Williams geben könnte. Tja, jetzt müssen wir uns entscheiden, mit wem wir hier irgendwas anfangen wollen. Ash ist etwas Besonderes, passt natürlich wunderbar. Und Sie sind ein Alien! Ash ist etwas Besonderes, ist ein bisschen komisch, weil wir haben ja die ganze Zeit auf sie draufgehackt. Aber da das ja eigentlich die Richtung war, in die ich gehen wollte, werde ich das, glaube ich, trotzdem an der Stelle wählen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir erstmal Lyra einen Riegel vorschieben, mit der will ich definitiv nichts machen. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan von Ash. An Ash liegt mir viel, sehr viel. Das habe ich mir gedacht. Ich habe dennoch das Gefühl, dass zwischen uns mehr ist, Shepard. Nein, ich glaube nicht. Lieber nur Freundschaft. Damit schieben wir den ganzen dann wirklich einen Riegel vor und dann hat sich die Seite schon mal geschlossen. Ich interessiere mich nicht auf diese Art für Sie, Lyra. Das ist mir alles sehr peinlich, Commander. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Gut. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Damit haben wir Lyra jetzt schon mal vor dem Bug geschossen. Die ist schon mal raus aus dem Rennen, damit bleibt bloß noch Ashley. Medigail ist schon voll. Naja, was soll's. Gut, da müssen wir dann mal unten schauen, auch wenn wir die ganze Zeit gegen sie geschossen haben. Aber erstmal reden wir mit Kaidan noch ein bisschen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was rauskitzeln.